Mein Name ist Ansgar Filbecker, ich bin leitender Arzt in der Neurologie am Kantonsspital St. Gallen und leite hier auch die Memory-Klinik am Kantonsspital. Der erste Tipp geht an die Patienten und Angehörigen. Also bei den Patienten muss man erstmal sagen, sie sollen sich nicht zu viel Sorgen machen. Wenn sie selbst merken, dass etwas mit dem Gedächtnis nicht stimmt, dann sind oft auch andere Probleme dahinter, nicht unbedingt eine Demenz. Das stimmt nicht immer, aber oft. Hingegen, wenn die Angehörigen kommen und sich Sorgen machen, dann machen wir uns auch mehr Sorgen. Und dann lohnt es sich in der Regel, wirklich eine ausführlichere Abklärung zu machen. Noch ein Tipp an die Hausärzte. Es ist sicherlich nicht ganz einfach zu erkennen, ob jetzt eine Demenz dahinter steckt oder nicht, gerade im Frühstadium. Der Hausarzt hat den großen Vorteil, dass er den Patienten oft schon länger kennt. Das haben wir nicht. Wir sehen den Patienten nur punktuell. Und das muss der Hausarzt auch nutzen und er muss sehen, ob eine Veränderung über die Zeit stattgefunden hat. Wenn er dann den Eindruck hat, dass eine Veränderung da ist, dann sollte der Hausarzt in der Regel schon eine weiterführende Abklärung veranlassen, weil es viele Konsequenzen hat. Also die Aussage, es hat eh keine Konsequenz, die stimmt sicher nicht. Eine klare Diagnose ist wichtig für die ganze weitere Therapieplanung und auch für die Sicherheit des Patienten und der Angehörigen. Als Tipp für die Zusammenarbeit mit den Hausärzten würde ich sagen, dass man sich kurz Gedanken macht, wo ist der Patient am besten aufgehoben für die Abklärung. Wir als neurologische Klinik am Kantonsspital betreiben hier eine Memory-Klinik. Unser Schwerpunkt sind ganz klar die jüngeren Demenzpatienten, also etwa unter 70 und oder mit neurologischen Symptomen. Wenn zum Beispiel Parkinson-Symptome dabei sind, dann wäre der Abklärungsort bei uns richtig. Dann gibt es die Memory-Klinik in der geriatrischen Klinik, die vor allem ältere Patienten abklärt, wo sicherlich der Fokus mehr auf der weiteren Sozialberatung liegt, aber auch auf der Diagnostik genauso wie bei uns, aber eben Schwerpunkt ältere Patienten. Und wenn aber psychiatrische Symptome im Vordergrund stehen, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, in der psychiatrischen Klinik, in der Alterspsychiatrie, in Biel mit der Außenstelle in der Teufener Straße. Ich denke, diese Unterscheidung macht Sinn, so wie wir in St. Gallen organisiert sind, damit dann auch die richtigen Abklärungen zum richtigen Zeitpunkt veranlasst werden. Tipps, die über das Gesagte hinausgehen, finden Sie sicher auch in unserem Buch, das wir extra für Nichtspezialisten, also für Hausärzte, geschrieben haben. Eine kleine Werbung in eigener Sache, wer sich also mehr vertiefen möchte im Demenzbereich und auf die Fragen der Patienten und Angehörigen noch besser eingehen möchte, der findet hier genug Lesestoff.